Hallihallo, der Marc von Business Studio Wien ist hier und bei mir sitzt die Magdalena. Das A konnte ich kaum lesen. Grüß dich. Hallo. Aber ich sage, ich bin Linkshänder, ich habe eine ganz schlimme Schrift. Schlimmer als jeder andere wirklich. Ich kann ganz ehrlich, teilweise darf man nicht sagen, meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Wirklich so. Okay, wenn ich dann was schreibe und so, dann denke ich, was ist da wieder aufgeschrieben? Das Gute ist, meine Frau sagt immer, zeig her und sagt, ja, das hast du auch so geschrieben. Sag, ach so, ja. Also ich teilweise wirklich, unterirdisch. Aber gut, ich muss ja nicht viel schreiben, ich lasse schreiben eigentlich. Ja, und dann kann man mit dem Computer auch ein bisschen was tippen. War schon immer, als ich schon klein war in der Schule, als Linkshänder habe ich schon immer gesagt, ja, ich habe später meine Sekretärin. Ja, dann passt ja. Ich habe jetzt keine eigene dafür, aber ich habe insgesamt 8 Mitarbeiter und da findet sich immer jemand, der was schreibt. Also, sehr gut. Das hört sich sehr gut an. Das hört sich sehr gut an. Ich finde es auch wirklich total schön. Ja. So, die Magdalena ist hier aus München und du hast schon Nasen ein bisschen stecken lassen um 30 Euro. Wir hatten nämlich gerade, wie teuer das bei uns ist. Und ob das vielleicht zu teuer ist. Wir haben 65 Euro mit Ring, machst du mit Ring? Genau. Und 60 mit Stecker ist echt nicht teuer. Das ist super billig eigentlich. Und für 30 Euro kriegst du halt genau, was du zahlst, nämlich Scheiße. Und dann hast du Wildfleisch gekriegt und so weiter und so fort. Hast du jetzt rausgenommen? Wie lange ist es draußen? 3 Wochen? 4 Wochen. 4 Wochen. Gut. Darf ich es mal kurz zeigen? Na klar. So, da sitzt Magdalena und da sieht man auch das Wildfleisch hier ein bisschen. Mhm. Gut. Und jetzt machen wir es auf der gleichen Seite oder auf der anderen Seite? Also wenn es geht, auf der gleichen. Ja, natürlich geht es. Super. Gut. Gerne. Dann lehne ich mal ein bisschen hinten kurz an. So. Ich habe zu wenig getrunken. Wenn ich zu wenig trinke, dann muss ich mich die ganze Zeit räuspern, will ich mich wieder aufwässern. Das Problem ist, so viel kannst du dann wieder gar nicht springen auf die schöne Riesenwasser auch. Ja. Ring, war das auch mit Ring gestochen oder war das? Nee, mit dem Stecker. Stecker. Okay. Jetzt machen wir gleich den Ring rein. Bodenstahl. Also nicht aus Stahl. Das nicht funktioniert nicht. Dann nehmen wir jetzt den Ring von Anfang an. 1,28, so sieht der aus. Der ist immer, wie ich ganz oft schon in meinem Video, irgendwie hat die Pulsfrau umgestellt. In meinen Videos schon oft gesagt habe, ist der 1,2 mm dick. Das heißt, die Dicke geht am Anfang nicht in 0,8 oder 1,0. Das kann man nach 6 Wochen machen. Für viele Frauen ist es einfach zu dick. Die sagen, Mensch, ich finde es schöner für die Krane etwas dünner. Aber das kann man natürlich dann in 6 Wochen gerne machen. Am Anfang brauchen wir es zu. Klar? Klar. Ja. Gut, dann werden wir jetzt mal das nächste Schritt anzeigen. Wir sind jetzt alles vorbereitet. Und woher kennst du uns dann? YouTube. Genau, ja. Und auch eben von der Freundin, die mir das erklärt hat. Genau, der wir eigentlich zu teuer sind. Ja. Nein, aber. Studenten, ja. Spaß an was anderem. Ja, Spaß am Saufen, am Rauchen. Genau. Drogen soll man nicht nehmen. Und an Schuhen können Frauen gut sparen. Ja. Oder? Schuhen kann man sehr gut sparen. So. Wenn aber wirklich bei Piercings, bei Körperschmuck, das sage ich wirklich, da bin ich kaufe teuer. Mhm, weil im Endeffekt ist das Geld für den Arsch. Du hast jetzt eine Narbe, die man immer noch sieht. Das ist einfach aufwendig, das kann man sich nicht sparen. Also, ich bin ja froh, wenn es ja nicht negativ ist, aufs Geld zu schauen. Man muss immer differenzieren bei was. Ja, also bei Medizin und Gesundheit sicher nicht. Das geht vor. Sicher nicht. So. Dann werden wir das mal hinhalten lassen. Und bist jetzt vom Oktoberfest geflüchtet, oder was? Nee, ich gehe da gar nicht mehr hin. Das ist kein Münchner, der geht aufs Oktoberfest. Das stimmt nicht. Ich war ja. Ich war doch Münchner. Ja, okay. Eigentlich vom Starnberger See. Ja. Und ich war, ich habe das in meinen guten Zeiten, wirklich, in der Uni-Zeit noch, so, habe ich, also war ich jeden Tag auf der Wiesn. Ich hatte auch jeden Tag eine Reservierung für 10 Leute. Ja. Also ich war so der Zeremoniemeister. Ich habe sogar den Namen und Titel der Zeremoniemeister bekommen. Weil ich immer wirklich viel gemacht habe und mit Kumpels da war. Es war natürlich am Schluss teilweise so, dass du dich wirklich, du hast dich beim Hinweg schon etwas angespielt, weil du wolltest nicht mehr. Also, will nicht mehr, ja? Ja. Bier und diese Schnäpse, wobei ich bin kein Schnaps-Typ, ja? Ich trinke also wenn Bier gerne. Und hey, also das war so, sagst die letzten Tage waren da schon hart und dann auch das Gefresse, ne? Ständig dieses. Ja, eben, das ist das. Das sind die Brezen und dann kriegst du Pickel und stinkst nur noch. Also es ist schon übel. Also was kann man sich eigentlich selber antun? Da kann man besser zu mir ins Piercingstudio kommen. Ja? Da hat man mehr davon, als sich da auf der Wiesn wegzuklagen. Aber ich muss eins sagen. Mir fehlt das Oktoberfest in Wien schon ein bisschen. Jetzt ist ja die Wiener Wiesn wieder. Ich weiß nicht, damit geht es ja gar nicht hin, weil ich es zeitlich nicht schaffe. Aber als Münchner, oder halt, wenn man das kennt, das Oktoberfest, ist es schon so ein bisschen, da fehlt einem schon ziemlich was. Klar, ich würde kurz runter tun, dass du, wenn du in München bist und sagst, ich will nicht hingehen, das ist was anderes. Ja, klar, wenn man weg ist. Also, du könntest da hingehen, ne? Das stimmt, ja. Und wenn du dann so weiter weg bist, dann denkst du schon, ach, also jetzt mal, wenn du an einem schönen sonnigen Tag denkst,
jetzt in der Maas im Biergarten und da halber Zehntel und dann noch eine Runde Achterbahn fahren mit, kommen Sie rein, steigen Sie ein, da soll er sein, ne? So, weißt du so? Ja. Und das ist, das fehlt dann schon so ein bisschen. Das dann ein bisschen Mandeln. Ja. Das gebe ich dir Tupfer. Ich muss es gerade auch nehmen. Ja, genau, ich nehme alles, was ich anbiete. So. Schön, ja. Und nicht schön sagen, wenn du es nicht findest. Doch, doch, sehr schön. Ja. Weil Ehrlichkeit. Schau, es ist so, man sieht bei dir jetzt noch das alte Loch. Klar, das, ja, stimmt. Ob das jetzt schön ist oder nicht, ist die nächste Frage. Ja. Ich zeig dir mal, wenn wir jetzt auf dieses Loch gehen würden, wie das dann wäre. Das müssen wir auch besprechen. Ich persönlich finde es zu weit vorne. Ja, wenn und ich es steht ehrlich zu weit ab. Bin. Ja, ein bisschen auch mehr, klar. Weil die Nase hinten runter knubbeliger wird, vorne ist ja etwas flacher, dann hast du optisch das Gefühl, dass der Ring mehr angeht. Also ich sage immer, wenn er einen geraden Nasenflügel hat, ich habe einen Ring drin, dann steht er natürlich die Rundung mehr raus. Wenn der, die Nasenflügel rund ist, der Ring ist rund, dann wirkt es harmonischer. Mhm. Deswegen mache ich es bei Leuten, wo ich merke, der Nasenflügel wird hinten etwas knubbelig, mache ich es immer ein bisschen mehr nach hinten, weil es dann einfach harmonischer wird. Im Näschen halt. Ne? Ich sag's dir ehrlich, die Narbe, die du hast, die ist so minimal, Magdalena. Ja. Dass die, und jetzt ist sie erst 4 Wochen alt. Ich glaube, dass das in 6 Wochen müsst ihr nicht mehr sehen. Okay, super. Und unter dem Hintergrund würde ich, glaube ich, jetzt lieber die perfekte Stelle für den Ring wählen. Ja, finde ich auch gut. Ja, ich möchte auch den Ring drin haben, deswegen. Dann machen wir es so? Ja, perfekt. Ja, 3, 2, 1, 1? Gut, ja. Dann machen wir das so. Sehr gut. Liebe, ja, kennst du noch 3, 2, 1, meins? Was? 3, 2, 1, deins? Kennst du noch den Sprung? Nee. 3, 2, 1, meins? Nicht? eBay? Weißt du, was eBay ist, oder? Ja, klar. Ja, das ist schon. Ja, das, ja, was, ja. Ist das? Was ist das? Ja, da kann man Sachen verkaufen und Sachen kaufen. Ah, können wir auch Termine von mir verkaufen. Das wäre der Hammer. Du machst den Termin und verkaufst den dann bei eBay. Sagst, wer will denn diesen Termin mag? Ihr müsst nicht warten. Nein, bitte bekommt mir jetzt solche Ideen, Kinder. Das wäre gemein. Ja. Aber Spaß beiseite. Ja, eBay. Ja. Hast du mal was verkauft bei eBay? Meine Eltern verkaufen da ganz viel, ja. Ich habe da früher auch mal... Ja. Als ich Student war, habe ich da auch viel verkauft. Irgendwie alles, was wir da nicht mehr gebraucht haben, ja. Oder ich gemeint, dass wir nicht mehr brauchen, dann sagt mein Vater, wo ist denn der Toaster hin? Ich habe ihn gebraucht. Nicht gebraucht, ja. So, meine liebe Monika, ich mag da lieber gar nicht, weil ich bin Monika da. Ich bin ja mit Namen nicht so. Ja, ich auch nicht. Auch nicht? Gar nicht. Es gibt Leute, die, ich frage das oft mich in der Gastronomie, da kommst du rein und warst teilweise ein Jahr lang nicht da, und sagt der, hallo, grüß dich. Servus, ja. Ich mir so, krass, wie macht ihr das? Also wenn du nicht reserviert hast, ne? Sehr leicht. Mhm, aber okay. So einfach so. Und ich, also ich kann das nicht. Ich tue mir mit Gesichtern auch schon teilweise schwer, wo ich mir denke, wenn ich die gewissen Gesichter habe von gewissen Kunden, dann erinnere ich mich hier und da mal an einen Kunden. Aber das kann man, das sind auch wahnsinnig viele. Also. Ja, mir ist es teilweise echt peinlich, weil ich habe natürlich am Tag meine, weiß ich nicht, 20, 30 Gesichter, die ich sehe. Und dann kommen die Leute teilweise nach, 10, 14 Tagen, 3 Wochen nochmal, weil sie noch was Neues stechen. Mhm. Und bei manchen ist es wirklich so, ich erinnere mich nicht mehr daran. Okay. Ja. Aber das ist nicht böse gemeint. Ja, klar, das ist einfach, du siehst so viele Leute in so kurzer Zeit und irgendwo, da wo ich Videos mache, so, da geht es oft noch besser, weil da bist du halt dann doch nochmal, dann schaue ich das Video oft noch rein, mache die Tonbearbeitung, dann erinnerst du dich so ein bisschen an die Leute. Aber wenn ich, das ist unmöglich, also wirklich peinlich. Ich glaube, so. Mit Sicherheit, keine nichts dafür, was denkst du? Magdalena, stechen wir. Bist du nervös? Geht. Ihr habt es ja schon einmal durch, also. Das geht schon. In München warst du? In Grafing ist in der Nähe. Also 30 Kilometer von München ungefähr. Kenn ich, das ist S7, nee. S6. Das war mal S4, jetzt ist S6. Haben die erweitert die S6? Die haben die S4 aufgehört. Ich weiß auch nicht. Die fährt nicht mehr nach Grafing, sondern die S6 fährt jetzt nach Grafing. Keine Ahnung. So, kommt mir noch übertreten. Du bist jetzt hier? Zug oder mit der S-Bahn? Zug, genau. Wenn wir schon eine eigene S-Bahn hätten von München. Das wäre schön. Ja. Ja, im Zug von München ist ja super angenehm. Ja, total, das geht voll. Was, wenn ich nach München gehe oder von irgendeinem Besuch oder Termin habe, das war's schon. Mhm. Dann fahre ich auch immer mit dem Zug. Also ja. So angenehm. Das ist auch umweltfreundlicher. Wenn du das sagst, glaube ich zwar, ich weiß nicht, wie es von der CO2-Bilanz aussieht, der Zug macht ja auch irgendwie Dreck, oder? Ja, aber ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich schon. Aber halt auch die, den Zug kannst du einfach hinsetzen, kannst E-Mails schreiben, den Leuten bei Instagram oder YouTube zurückschreiben. Wenn du im Auto sitzt, kannst du es auch machen, aber dann fährst du die Leitplanke, oder? Das ist eine Viertelstraße. Das stimmt, ja.
Ich habe jetzt gehört, was? Dass in Slowenien, was ich eigentlich ganz cool finde, die kassieren dir 600 Euro ab. Quatsch, nein. Doch. Nee. Auf jeden Fall 6 Monate auf die Sekunde, wo sie dich erwischen, mit Handy in der Hand, Führerschein weg. Ja. An der Stelle. Wenn du allein bist, läufst du als Fußgänger raus. Ja, wirklich. Klar, klar. Und weil man muss sagen, bei uns ist das Handy, finde ich, einfach. Fährst du Auto? Ja. Und da natürlich bist du am Handy. Gib's zu. Ja, ich bin's auch. Logisch, natürlich. Ganz selten. Ach, die ganze Zeit, ich hab's ja vorher gesehen, mit dem Auto vorgefahren. Nein, aber. Also, ich muss sagen, ich ertappe mich da schon ab und zu dabei. Weil dann bimmelst, ja. Dann weiß ich, kriege ich eine E-Mail wieder, gucke ich kurz rein, oder ein Kunde, dann rufe ich wieder von den Mitarbeitern an. Und du willst ja auch die Arbeit wegkriegen. Und dann irgendwie denkst du so an der Ampel kurz schnell, dann wird der Stop and Go off, dann fährst du schon los. Und es ist total scheiße. Also, ich glaube, wenn man sagt, 6 Monate Führerschein, ich glaube, das ist schon so eine Sache, wo du sagst, puh, das lege ich wirklich weg. Ja, das stimmt. Das ist dann schon, weil das ist immer lustig. Bei 30 oder 70 Euro in Österreich kostet das 30, 40 Euro, das ist ja wurscht. Aber wenn es so richtig schlimm ist mit Führerschein zu, boah. Dann machst du das nicht mehr. Ja, sicherlich, nur einmal. Ne? So, meine Liebe, gefällt es dir? Ja. Steht zwar doch sehr ab, aber das ist, glaube ich, normal. Ich dachte, das wolltest du so. Nein, Spaß beiseite. Das ist am Anfang, schau mal, wenn ich den Ring hinhalte, ist der ja quasi gefaked. Das heißt, dann faken wir den hin. Der geht ja nicht durch die Nase durch. Und dadurch drückt es den dann teilweise einfach optisch einen Hauch mehr dran, als es später ist, wenn er wirklich rumgeht. Ja, weil dann hat er natürlich den Platz auf, sich zu verteilen. Letztlich ist das dann egal, weil spätestens in 6 Wochen, wenn wir den kürzer machen, also auf den dünneren Ring, 1,0, wird der anliegen. Was nicht schön ist, der Außenabstand. Ja, genau. Ja, und wenn der Ring dünner wird, wird das Ganze kompakter, dann nehmen wir später auch einen dünneren Ring und 7 mm. Dann wirkt der noch kleiner, dann ist das wirklich richtig schön eng und knackig. Okay. Ja, da kann ich dir versprechen, das wird noch deutlich besser. Gut, von der Pflege her. Wollte den Spray und Gel. Studierst du auch? Ja. Was denn? Seit der Arbeit. Gut. Wollte den Spray, wollte den Gel, die bitte verwenden. Das kennst du hier im Video von mir. Erst sprühst du bitte außen auf die Nase drauf, auch in die Nase rein, lass ihn einwirken 30 Sekunden. Danach nimmst du deine Küchenrolle, die Küchenrolle sprühst du an, das Piercing außen und innen sauber. Dann kommt vorne der Gel drauf, da reicht ein klitzekleiner Tropfen auf den Finger, außen, innen auftropfen, Piercing innen der Bewegung, das war's. Okay. Wir machen das wie in alter Gewohnheit, 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück und in 6 Wochen kannst du es wechseln. Kommst du und dann bist du immer hier, ne? Wahrscheinlich nicht. Also, wir würden empfehlen, nimm den Ring bei uns mit. Okay. Dann hast du vom Material, von der Qualität einfach die Gewissheit, dass ich dir sage, das ist der Ring von uns und da weiß ich, dass es funktioniert. Und dann gehst du auch von der Größe, von der Dimension und dann gehst du in irgendwelche für München und fragst die lieber, ob das dir wechseln. Super. Okay? Gut, Dampfbad, Solarium, Sauna, Therme, 3 Wochen nicht, Haare färben, wie gesagt, 6 Wochen nicht, außer beim Friseur. Rauchst du? Nein, ne? Duschen, Haare waschen, Sport, dann brauchen wir normal. Okay. Ja. Wenn du da so toll bist, gehst, trinkst bitte eine Maske. Ja? Okay. Hast du schon mal eine Maske getrunken? Ja, ja. Oder bist du nicht so ein Biertrinker? Es geht. Also, jetzt nicht so mein Lieblingsgetränk, aber geht schon. Zisch schon einfach so. Ich glaube, es war schnell hoch vom Weg zu. Dann fährst du heim, dann komm ich da mit. Ja? Morgen. Ja, morgen, super. Also, morgen habe ich nichts zu tun. Nein, das Studio ist leider voll. Hat mich ganz arg gefreut, Katharina, war wirklich schön, dass du da warst. Danke auch, dass wir ein Video machen durften. Wenn irgendwas ist, du weißt, du kannst mich auch via Facebook Instagram kontaktieren. Super. Und ansonsten, vielleicht kommst du doch mal zu deiner Freundin. Ich glaube schon, ich versuche sie dann zu überreden. Ne? Du, das solltest du mal sich anschauen, wie die Heilung ist. Vielleicht sagt sie, Mensch, weißt du was, ich komme auch. Eben, ja. Guti, euch danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.